Herzlich willkommen und guten Tag zur 53. Jahresausgabe von Michas Zockrunde, heute am zweiten Weihnachtsfeiertag. Es ist zeitgleich die letzte Jahresausgabe und wir blicken auf das heutige Thema. Es ist Sonic Superstars, welches wir ja derzeit freitags spielen im Sonic Spiele Showcase. Wir machen ja meinen Tales-Durchgang. In dieser Woche sind wir in einer kleinen Weihnachts-Neujahrespause. Dennoch ist Sonic Superstars durch den Kampfmodus unser Thema. Legen wir los. Ja, wir sind im Hauptmenü. Kampfmodus wählen wir aus. Wir spielen den Kampfmodus offline. Online habe ich leider keine Spieler zum Aufnahmezeitpunkt gefunden. Einzelspieler, wir haben einen Prototypen, den habe ich mir ein bisschen zusammengezimmert, sieht ein bisschen wild und lustig aus. Und wir steigen auch gleich ins Spiel ein. Drei zufällige Runden müssen wir überleben. Elektrozank, verursache Schaden durch Elektrofähigkeiten. Jede Mission geht ungefähr eine Minute. Wir können mit dem, jetzt muss ich ganz kurz gucken, welchen Knopf das ist, mit dem X-Knopf auf dem Xbox-Controller, er lag noch neben mir, können wir unsere Elektrofähigkeit nutzen. Es ist ein bisschen wild, es ist ein 8-Spieler-Modus. Oben haben wir 2x4 Slots, das sind die Prototypen, wir sehen gerade eben, ich bin natürlich goldumrahmt, ich bin gerade in Führung, unten drunter sehen wir den Punktestand, wir haben aktuell einen Zweitplatzierten, jetzt haben wir einen Drittplatzierten noch, der Rest ist alles auf dem vierten Platz. Unten drunter stehen halt die Punkte, die wir gerade in dem Modus machen, er ist sehr, sehr, sehr wild, das kann man mögen, kann man nicht mögen. Mir persönlich haben die Kampfmodi bzw. Wettkampfmodi aus den klassischen Sonic-Spielen deutlich besser gefallen. Da haben wir die erste Runde jetzt auch abgeschlossen. Wir waren in der Post Factory-Zone, haben wir im Hintergrund diesen großen Stempel gesehen. Schöne Idee. Runde 1, 10 Punkte kriegt der erste Platz. Die haben wir uns ordentlich hier verdient. Zweite Runde ist ein Wettrennen. Wir sind in der Lagoon City Zone. Ich kann gar nicht sagen, ob der Führende aus der ersten Runde auch wirklich auf Platz 1 immer startet. Bei mir war es jedenfalls so. Es gibt verschiedene Zonen mit verschiedenen Streckendesigns. Genauso betrifft ist das die Arenen. Ich habe mehrere Durchgänge gespielt. Runde 2 war bei mir jetzt hier halt ein Wettrennen. Auch in der Vorrunde, um mir den Kampfmodus mal anzusehen. Die habe ich nicht aufgezeichnet. Hatte ich in der zweiten Runde auch ein Wettrennen. Wir liegen nicht in Führung, wir liegen nur auf dem zweiten Platz gerade eben. Und der erste ist auch schon sehr, sehr, sehr weit weg. Entschuldigen muss ich mich heute nochmal für meine Stimme, ihr hört es noch. Anfang Dezember habe ich diese Zockrunde vorbereitet. Ein klein wenig angeschlagen klinge ich vielleicht. Alle Prototypen in Ziel, das war bei meiner Testrunde tatsächlich nicht der Fall gewesen. Alle haben es also geschafft innerhalb von einer Minute. Wir sind auf Platz 2. Wir sehen jetzt nicht den aktuellen Zwischenstand, es bleibt spannend bis zum Schluss. Wir gehen jetzt über in die Runde 3. Oh, die Lego Queen Hill Zone. Denn es gibt nämlich einen umfangreichen Lego DLC. Was heißt umfangreich? Es ist mehr ein Skin DLC. Wir könnten Sonic, Tails, Knuckles und Amy in Lego Figuren verwandeln. Und für den Wettkampfmodus gibt es hier noch eine Lego Queen Hill Zone. Das ist nicht das erste Mal, dass wir Sonic the Hedgehog mit Lego verbinden. Es gab damals bei dem Lego Dimension das waren wie Amiibo-Figuren, nur halt mit Lego, gab es Sonic-Content und ja, ganz interessant tatsächlich gewesen, war aber auch sehr preisspielig, also sehr, sehr, sehr teuer. Wir liegen hier im Sterneinsammeln gerade in den Front mit 14 Sternen.
Die anderen sind noch einstellig. Jetzt sind wir schon bei 20 Sternen, 23. Sehr, sehr, sehr schön. Das funktioniert gut. Schaffen wir hier sogar eine Schnapszahl zum Jahresende? Das haben wir doch tatsächlich geschafft. Damit sollten wir auch auf Platz 1 am Ende sein. Wir haben 2 von 3 Runden gewonnen. Das müsste gereicht haben. Das kann sich mathematisch gar nicht anders ausgehen. Wir kriegen eine schöne kleine süße Siegerehrung à la Bomberman-Style, finde ich. Die Verlierer werden jetzt rausgeschossen. Und übrig bleibt nur unser Kämpfer. Sehr schön, wir sind auf Platz 1 mit 28 Punkten, 11 Punkte Vorsprung vor den anderen KI-Gegnern. Ja, wir gehen zur heutigen Endcard. Das war der Kampfmodus in Sonic Superstars. Wir werden ihn natürlich noch einmal spielen, würde ich vorschlagen, im kommenden Jahr. Ja, und da sind wir bei der heutigen Endcard angekommen. Etwas selber musste ich schmunzeln jetzt bei der Aufnahme. Oh, ich klang ja wirklich nicht so vor einer Woche. Mitte Dezember habe ich jetzt die Endcard hier vertont und die Zockrunde wirklich Anfang Dezember. Haha, man hört ja ganz schöne stimmliche Unterschiede. So, aber jetzt erstmal Endcard-Stimmung hier. Genießt noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag hier. Am Freitag gibt es keinen Sonic-Spiele-Showcase noch einmal. Wir starten dann mit Michas Zockrunde und der Cyber-Station-Zone in Sonic Superstars dann im Jahr 2024 durch. Darum sage ich auch, macht's gut, einen guten Rutsch, kommt gut durch. Bis 2024 zur gewohnten Stelle dienstags und freitags. Macht's gut! Bye bye, tschüss und danke fürs Jahr 2023.